Hallo und herzlich willkommen zurück. Mensch, eben, als ich Schnitt machen wollte, greift mich dieser Bastard von Attentäter an. Ich wollte gerade auf Stopp drücken, auf einmal sehe ich den bloß noch mich angreifen. Ach, und wir sind gesucht. Ja, super. Perfekt. Wir sind gesucht. So ein Scheiß. Naja. Das sieht ja bedrohlich rot da oben aus. Und ich wollte gerade noch zum Schmied, aber egal. Jetzt plündere ich den erstmal. Dann jetzt zum Schmied. So. So, reparieren. Ich repariere das mal einfach. Nicht, dass das einfach wieder kaputt geht. Neue Rüstung haben wir immer noch nicht. Achso, ich dachte, wir haben ein schwarzes Gesicht auf dem Bild. Nee, hier ist nichts Neues. Und verdammt, wir sind gesucht. Das heißt, ich brauche hier mal irgendwie einen Herold. Und natürlich ist hier keiner in der Nähe. WTF? Ich sehe nicht einen einzigen Herold. Wie sollen wir denn unseren Bekanntheitsgrad senken, wenn hier nirgendwo Möglichkeiten dazu sind? Wie sollen das gehen? Na, du musst darauf achten, dass du gar nicht erst bekannt wirst. Ja, genau. Das macht dann aber keinen Spaß, weil alles, was Spaß macht, dafür bekommt man... Da ist was. Da, da ist ein Auge. Ein Auge sind doch immer diese Augenzeugen. Ha! Ha, ein wahres Wortspiel. Das heißt, ich zücke meine Armbrust. Noch mehr Fremde. Nein! Ich wollte den töten. Ich wollte... Also jetzt töte doch mal den Augenzeugen, ey. Manchmal stellst du dich an, Ezio, ey, das ist... schon alles nicht mehr feierlich hier. Klatsch. Ja, 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 ich weiß schon, ihr habt das auch mitgekriegt. Okay, die boomen mich sogar schon aus, aber die Moves mit der Doppelklinge. Alter, was ist denn mit euch los? Jubelt ihr mir zu? Nein, ihr boot. Warum boot ihr mich aus? Ich helfe euch doch. Jetzt brauche ich immer noch einen Herold. Warte des Sultans. Ich brauche einen Herold, ansonsten bin ich immer noch gesucht. Gesucht bin ich dann auf Lebenszeit. Muss meinen Bekanntheitsgrad senken. Sonst käme dir auf den Geist. Noch einer für die Gute, kein Zweifel. Okay, vergessen wir das ganz schnell. Ihr müsstet echt mal wissen, wie... Greifen die mich jetzt echt an? Nee. Die greifen mich nicht an. Und was heißt das denn, dass ich so einen hohen Bekanntheitsgrad habe? Was hat das für einen Nachteil? So. Das ist doch keine Lösung. Lass ihn gehen. Hey, ist das nicht sehr unklug? Ich will mal kurz erstmal gucken, ist das ein... Das ist ja schon wieder eine Frau. Wie wollen die bloß, dass wir Frauen nicht kriegen? Hä? WTF, warte mal, stopp, 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 stopp. Kämpfen die gegeneinander? Also, warte mal. Die Templer kämpfen gegen die Janitscharen. Und auch andersrum. Aber die Templer als auch die Janitscharen kämpfen auch gegen uns. Jetzt bin ich aber verwirrt. Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration, Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Ich habe ja nichts gegen Frauen oder so. Nein, keinesfalls, aber... So ein paar männliche, ein bisschen männliches Blut würde auch nicht fehlen. Hey, hier solltet ihr nicht sein. Ihr komplett vom Sinn. So, dann wollen wir erstmal wieder hier den Augen... Warum steigt denn unser Bekanntheitsgrad immer so schnell und stark? Ziemlich gut bewaffnet, nicht wahr? Was war das denn? Ach, wisst ihr was? Leckt mich. Okay, nee, komm. Das war nur Spaß. Ich habe Familie. Ja, ich habe auch Familie. Der haut sogar schon ab hier. Gut, haben wir auch einen neuen Rekruten und ich
habe immer noch so einen scheiß Bekanntheitsgrad, so einen hohen Bekanntheitsgrad. Da ist ein Herold. Perfekt, jetzt sind hier wenigstens immer zwei Herolde. Herolde oder Herolds? Herolde. Klingt richtiger. So, mal kurz heilen und dann... Ich hoffe, das reicht. Das ist etwas kühl. Guckt auf die Karte, da ist noch ein kleines Futzelchen. Ist noch übrig. Und jetzt ist der Herold hier drüben auch wieder weg. Ach, ihr wollt mich doch verarschen hier. Gut, egal. Dann ist mir das jetzt erstmal Schnuppe. Ich gehe jetzt trotzdem zur Feste hier. Warum muss denn der Erinnerungsanfang auch so weit weg sein? Ey, das gibt's doch nicht. Was? Achso. Der Templar-Priester, der Priester greift mich schon wieder an. Ja. Nieder mit dir. Jetzt muss ich den Templar sogar erstmal noch identifizieren. Und es ist dunkel, es ist wieder... Ich habe gesehen, in der Aufnahme ist dieses... Es ist die Nacht, oder wenn es Nacht hier ist, sieht man alles noch viel schlechter. Das ist natürlich doof, aber hier sind schon wieder Scharfschützen. No. Noch mehr. Nein! Sag mal! Alter, ihr manchmal stellst du dich an wie so ein... Ich kann die nicht mal anvisieren. Ja, komm, ist okay. Manchmal ist echt seltsam. So. Mensch, ich muss mir unbedingt irgendwie mal angucken, wie das mit den Scharfschützen funktioniert. Kann's doch nicht angehen. What the fuck, hier sind überall Spuren. Naja, das kann dauern. Was macht unser Auge? Unser Auge ist weg. Wer? Ach, sag mal, ey, wie machen die das denn? Das geht doch nicht. Was haben die denn bitte schon für Visiere zu der Zeit, dass die mich aus der Entfernung treffen können? In der Bewegung. Und wo soll jetzt dieser scheiß Hauptmann sein? Kann mir mal irgendjemand sagen, wie ich den Hauptmann finden soll? Ah, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Jetzt muss ich ihn bloß noch töten. What the fuck? So viel dazu. Schön. Nicht schön. Stimmt etwas nicht? Töten, töten! Hallo? Hä? Was ist das denn? Hä? Was ist das? Dieses Spiel will mich verarschen. Der hat mich doch gar nicht gesehen. Was soll mal? Manchmal kriege ich hier echt ne? Das ist ja manchmal hier echt schlimm. So, ich mache erstmal ein bisschen Krawall mit meinen Assassinen. Aufeinandertreffen der Armeen hier. Gut, an der Optik, dass das hier auch gut aussieht, daran feile ich noch ein bisschen. Gut, vielen Dank, Assassin. Wurde zum Rang Jünger befördert. What the fuck? Assassin, los, haltet ihn auf! Tot. So, was sagt die Zeit eigentlich?
Gut, aber wenn das wenigstens so läuft, bin ich hier noch zufrieden. Das geht ja noch. Aber, ne? Das andere in den letzten Parts, das war ja katastrophal. Das gibt's ja nicht. Nebelbombe. Medizin, Gift, Kugel, noch eine Nebelbombe. Okay. Da kann ich Assassinen losschicken. Das merke ich mir. Das muss ich mir merken. Da gehe ich jetzt nämlich gleich noch hin, sobald ich diesen... Sobald ich den Turm niedergebrannt... Ah, ne, nicht niedergebrannt, sondern das Signalfeuer entzündet habe. Ist ja nicht so, dass man den Turm jetzt niederbrennt. Verdammt, sieht er mich? Sondern das sind nur noch ein Signalfeuer. Damit die Bevölkerung weiß, dass es jetzt nicht mehr den Templern gehört, sondern uns. Den allmächtigen Assassinen. Wir haben Yusuf, oder ich habe Yusuf in der Aufnahme hier noch gar nicht gesehen. Ich dachte, den sehen wir jetzt immer, also immer öfter, aber nö. Scheint ja nicht so. Ach, was habe ich denn getan? Achso, na gut, war schon ganz richtig. Aber ich will vor allem hier das Signalfeuer entzünden. Kleine Lex, ja. 19 FPS, yay. Alter, Ezio fällt hier fast runter. Und wir haben die Feste erobert. Zwei Festen in einer Aufnahme? Das ist ja echt Wahnsinn. Assassine! Ja? Was ist? Ihr habt nichts zu fürchten, Effendim. Ich werde euch nicht verraten. Oh, das hoffe ich doch. Vergebt mir meine dreiste Vorstellung, aber ich bin selbst Assassine in der Ausbildung. Ich bin stark, schnell und habe Schlag bei den Damen. Ein guter Anfang. Wie wäre es mit einem Rennen, hä? Ich beweise es euch. Oh nee, nein, kein Rennen. Nee, tut mir leid, du kommst nicht. Ich versuch's einmal. Wenn ich es beim ersten Mal nicht schaffe, dann lass ich es. Ich hasse Rennen. Also gut, ich hasse es. Los. Ich hasse nichts mehr. Was soll ich machen? Ich sagte, ich bin gut. Wo soll ich denn hin? Da hoch. Ja, das muss man mir mal ein bisschen deutlicher zeigen hier, ne? So. Darüber. Jetzt geht's los. Okay. Habt ihr das gesehen? Ja, habe ich, aber ich glaube, ich bin fort hier. Nett. Nein, spreng! So. Gut, ich glaube, wir haben einen guten Vorsprung. Ich glaube es aber auch nur. Ja. So. Nein! Der ist vorbeigesprungen. Jetzt kletter, 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 verdammt! Ach, das sind ja Pfeile. Vielleicht sollte ich mal auf die Pfeile da drin achten. Die sagen mir gleich, wo ich als nächstes hin soll. Ach, wie praktisch. Ah, haben wir es geschafft. Ihr seid gut, alter Mann. Ah, gut. Aber ihr seid auch nicht untalentiert. German. Wer ist das? Ah, Ella, komm. Das ist mein neuer Mentor. Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe. Und du hast mir nicht geglaubt. Merhaba, Effendim. Wir schnappen nur frische Luft, Ella, und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Nein. Wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt. Bei Sonnenaufgang. Jeden Tag. Am Galata-Turm. Verstanden? Evid. Natürlich, Mentor. Wir kehren ihm den Rücken. Hä? Ach, wir können wieder hier Dings verteidigen, glaube ich. Ich habe da eben so ein brennendes Assassinen-Symbol gesehen. Hier. Eine umstrittene Feste. Gut, darum kümmern wir uns sogleich. Ich hoffe, gehe ich gleich hin. Jeden Moment. Aber ich möchte... erst nochmal irgendwie hier hin, denn da war doch jetzt, bin ich wieder weggelaufen von dem
Turm von dem Taubenschlag. Und da wollte ich doch unbedingt hin. So, wo war der denn jetzt? Der war irgendwo schon in der Nähe dieser Truhe. Also nicht dieser Truhe, sondern... Ach verdammt, warum werden mir diese Taubenschläge nicht angezeigt? Das ist doch... Kacke. Taubenschlag, Taubenschlag. Da ist ein Taubenschlag. Haha. Jetzt muss man ja die richtig suchen, bevor man da mal einen hat, ey. Okay, weiter, weiter. Ein neues Assassinsignal wurde verliehen. Danke, ja. Wurde angeworben, angeworben. Ein neues Assassinsignal. Okay. Hier können wir noch Punkte verleihen. So. Ach, einen Moment. Was haben wir noch? Assassin Weiß, Kaiserlich Weinrot, Osmanisch Smaragd. Wir haben ja auch irgendwas mit Blau, ne? Oh, das sieht auch gut aus. Ich glaube, ich nehme mal das Bernstein. Das nehme ich mal. LB. Achso, cool. So. Nein. Ach, warte mal. Ich dachte, wir können die Waffen ändern. Das wäre auch cool. Cool, cool. Der hat keine Fähigkeitspunkte, aber wir können hier noch die Farbe ändern. So, hier ebenfalls. Und hier. So. Und hier auch nochmal. Wie die Frauen immer so eine riesige, schwere Axt tragen, ne? Was ist mit dir? Der kleine Prinz? Okay. Mediterrane Verteidigung. 100%, 100%, 100%, 100, 100, 100. Die haben noch über alles hier die Kontrolle, wa? Rhodos. Ja, haben sie. Na gut, dann... Schnappen wir uns mal Athen, wa? Die Stadt zurückerobern, Wachen eliminieren. Ein Relikt stehlen. Schaffe ich das schon? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Das vielleicht ein Relikt stehlen? Hä? Warum kann ich die nicht nehmen? Hä? Ja, ich bin gerade etwas irritiert, weil... Warum kann ich nicht alle nehmen? Verstehe ich nicht. Okay. Jetzt kann ich wieder alle nehmen. Also manchmal ist ja seltsam. Gut, Mission starten. Kleidung stehlen. Boah, sind wir böse. So, schafft das vielleicht unser einer? Warum können wir manchmal nur einen Assassin losschicken? Die anderen sind doch gar nicht beschäftigt. Alle Männer des Königs töten. Nee, Teil... Achso, alle Männer des Königs, Teil 1. Achso. 94%, komm, das schafft er. Wenn nicht, dann habe ich echt Pech. So. Ach, ich glaube, ich sehe warum. Weil wir immer nur Leute hinschicken können mit bestimmten Waffen. Ihr seht ja, hier haben wir versteckte Klinge, hier haben wir schwere Waffen, hier haben wir irgendwas mit Armbrust. Ach, danach richtet sich das. Ah, okay. Schwierigkeit 1. Na komm, das ist ein bisschen zu billig hier. Hier haben wir Schwierigkeit 4. Okay. Okay, das soll erstmal genügen hier. Jetzt sind die erstmal alle auf
Auftrag. Ein paar haben wir noch. Hier wird mir noch eine Truhe angezeigt. Und was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt, ist Schluss. Oh nein! Okay, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Part von Assassin's Creed Revelations. Tschüss!